Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich mache erstmal meine Glückskerze an. Moment. Jetzt zur besinnlichen Jahreszeit. Ja, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich Weihnachten schon vorbei. Tut mir leid. So. Bratapfelkerze, sehr geil. Genau, wir spielen jetzt die restlichen 15 Spiele. Logischerweise nicht in einer Aufnahme. Das wäre ein bisschen lang. Sondern in mehreren. Und wichtig ist jetzt, dass ich mich nicht aufrege, auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn der Gegner mal unverdient führt. Weil im vorletzten Spiel hat der Gegner auch super lang unverdient geführt, 1-0. Dann habe ich trotzdem geschafft, in letzter Sekunde noch auszugleichen, in die Verlängerung zu kommen und da dann 2-1 zu gewinnen. Von daher, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das habe ich schon so oft festgestellt, aber ja, man kommt dann trotzdem irgendwann immer wieder rein in dieses Aufregen etc. Aber jetzt nicht, jetzt nicht, ich jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Oh, 2-9, was ist denn da los? Bieten wir ihn mal für 2-7 an. Ach ja, das letzte Pack-Opening war ja eigentlich ziemlich schlecht, aber viele der Goldspieler, die wir gezogen haben, waren doch ein paar Coins wert. Es gab sogar einen, der war über 1000 wert, als nicht seltener Goldspieler, 1600 oder so. Das ging eigentlich. Geht natürlich trotzdem deutlich besser, was das Pack-Opening angeht. So, jetzt spielen wir gut, konzentriert, setzen unsere neuen Spieler gekonnt ein und das wird dazu führen, dass wir jetzt 5 Spiele in Folge gewinnen, logischerweise. Dann haben wir noch 10 Restspiele übrig und sind schon mal Gold 3. Das ist doch perfekt. So, jetzt aber erstmal das gewinnen. Okay, Gegner. Ich habe jetzt auch endlich rausgefunden, warum manche Gegner einfach direkt abbrechen, wenn sie hier in diesem Auswahlbildschirm sind. Das liegt daran, dass es Spieler gibt, die nur zu Hause spielen wollen und nie auswärts, was ich ein bisschen unfair finde. Ich finde, das solle gar nicht die Möglichkeit geben, dass man auswärts und zu Hause im Wechsel, also durch Zufall, spielt, sondern man hat einen ZOM Jesus auf der ZM-Position. Das ist irgendwie merkwürdig und er wird wahrscheinlich auch nicht in der Formation spielen, kann mir nicht vorstellen. Sage ich doch. Ja, ich finde, es sollte so sein, dass man halt, muss ja nicht im Wechsel sein, aber dass man einfach gezwungen ist, auch auswärts zu spielen. Und egal, ob man das Spiel abbricht, dass man dann trotzdem wieder auswärts gelost wird. Also, dass quasi, wenn der Zufall sagt, du spielst jetzt zu Hause, dass man auf jeden Fall zu Hause spielt, auch wenn man abbricht, weil dann das nächste Mal, wenn man wieder einen Gegner sucht, dass dann trotzdem so ist, dass man wieder zu Hause gelost wird und wenn man halt spielt ein 4-3-1-2. Ich muss sagen, es ist glaube ich das dritte Mal, dass ich gegen die Formation spiele. Es lief nicht gut die letzten beiden Male. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das erste Mal hatte ich verloren, das zweite Mal gewonnen, aber es liefen beiden nicht so gut. Und ja, genau, dass man halt gezwungen ist, auch auswärts zu spielen, weil alles andere finde ich unfair. Klar, das machen die Leute, weil sie keinen Bock haben, in scheiß Stadien zu spielen, wo es halt Schatten gibt, zum Beispiel. Aber dann soll halt EA dafür sorgen, dass man einfach online keinen Schatten hat. Finde ich zumindest, weil es ist irgendwie unfair, wenn man immer zu Hause spielt, weil man es einfach durch einen easy. Durch einen easy Zufallsgenerator jedes Mal ausnutzen kann, quasi. Schade. Hat man eigentlich schon. Zum Glück wurde der Schuss geblockt. Schöne Flanke auf Ribéry von Robben. Oh, abgefälscht und der geht genau in den Torhüter rein. Schade. Schöner Schuss von Werner auf jeden Fall. Ist wieder abseits. Müsste abseits sein. War kein Abseits, aber wir haben es gut verteidigt, sodass er halt nicht frei zum Schuss gekommen ist.
Hat er auch ein Hybrid-Team, zum Beispiel halt Premier League Jesus drin, aber gleichzeitig auch Mertens aus Calcio. Wenn hier so gepfiffen, das ist doch mein Verein, oder? Also wir sind doch zu Hause. Ach nee, der hat auch FCP. Ach krass, guck mal, oben links. Der hat genau die gleiche Abkürzung wie wir. FCP, was ist denn das für ein krasser Zufall? Ich habe noch nie erlebt. Deswegen dachte ich, ich spiele zu Hause, aber klar, ich spiele auswärts. Darüber haben wir ja gerade erst diskutiert, dass man das modifizieren kann. Hier gerade Tolisso auf Außen, ich glaube. Oh Mann! Hatten jetzt schon gute Abschlusschancen, aber dieser Handanovic. Müssten wir uns auch langsam mal bezeugen. Schade. Ach fuck, ich bin ja mit Süle unterwegs. Das war natürlich dumm jetzt. Ne? Ich hatte nicht drauf geachtet, dass ich Süle habe. Schwacher Abschluss mit Hamsik. Ach, das war knapp, schade. Was? Das war kein Foul, krass. Gemacht mit Ginter. Ach, wieder so knapp. Fuck. Dass der Gegner zum Abschluss kommt. Ich hätte echt gedacht, wir sind dabei, aber okay. Es könnte auch locker jetzt 2-2 stehen. Wobei ich sagen würde, ich hatte insgesamt so die etwas besseren Abschlüsse. Und Abschlusschancen, das war scheiße. Gegner spielt nicht schlecht, steht gut in der Verteidigung. Ich hab doch nur Ribéry in den Lauf geschickt, fuck Mann. Zweite Grätsche kommt dann besser. Sehr kampfbetontes Spiel. Wie gesagt, ich denke, wir haben leichte Vorteile, aber wirklich nur leichte Vorteile. Sehr knappes Spiel, kann in beide Richtungen ausgehen, aber trotzdem schon krasse Paraden von Handanovic. Aber Radecki hat auch schon ein, zwei ganz gute. Das war ein schwacher Pass von ihm. Pass war einfach nicht stark genug, nicht straff genug. Das war auch wieder ein schwacher Pass.
Oh, das war knapp. Einfach mal einen aus Distanz drauf brezeln. Hat leider nicht funktioniert. Krass. Das war das erste Mal, dass Jesus wirklich super krass aufgefallen ist, weil wie er sich da gegen Ginter durchsetzt und dann auch zum Abschluss kommt, ist Wahnsinn. Schade. Ist nicht verdient in meinen Augen, aber es war klar, das ist ein knappes Spiel, das kann passieren. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich denke, ich werde direkt mal auf ein 4-1-2-1 verwechseln. Gucken, ob es da besser läuft. Also, ob ich noch gefährlicher nach vorn komme. Okay, Lucky, Lacker tot. Ich weiß nicht, wie man die Pause abmelden kann. Das scheint nicht zu gehen, aber der Gegner scheint auch in die Pause gehen zu wollen. Aber, ja, ich... Wie sagt man? Werde es nicht wechseln. Also ich gehe jetzt nicht in die andere Formation rein, aber wechseln kann ich eigentlich, fällt mir gerade so auf. Tolisso hat das Tor gemacht. Und ich spiele mit dem Gedanken, Robben nicht mehr zu spielen nach dem Spiel. Er ist mir einfach viel zu teuer. Für einen Spieler, der sich weder wirklich supergeil anfühlt, noch irgendwas zeigt auf der Position. Deswegen werde ich den mal rausnehmen, denke ich. Werden dann verkaufen und ja, wir haben dann wieder einiges an Kohle. Ich glaube, es gibt noch, wie heißt er? Der Spieler vom BVB, jetzt mir fällt gerade der Name nicht ein. Der Ukrainer, davon gibt es auch eine Inform. Das Problem bei dem ist nur, der hat auch nur 2 Sterne auf dem schwachen Fuß. Ist aber, glaube ich, insgesamt ein bisschen anders als Robben. Weiß aber auch gar nicht, was er kostet. Ich glaube, das ist auch ziemlich teuer. Weil es eine zeitige Info war und... sie nicht so oft auf dem Markt gibt. Aber wir werden mal schauen. Ja, mal konzentrieren hier, dass wir jetzt unseren Vorsprung auch... Also unsere spielerische Qualität, unseren Vorteil auch weiter ausspielen. War so klar, dass er das macht. Och, nice luck. Ich wollte anders dribbeln eigentlich. Schön gemacht, feine Blitzhüle. Oh, krass, wie sich Kruse da durchsetzt. Oh, krass. Das war knapp. So, konzentrieren, come on. Der Lukaku, also dieser Abwehr-Lukaku, der wird irgendwie oft gespielt mittlerweile. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht mal, also, den müsste man ja eigentlich sehen, logischerweise, am Anfang, wenn das gegnerische Team gezeigt wird, aber ich habe keine Ahnung, was da für eine Bewertung hat. Ich glaube, es ist ein Außenverteidiger. Leider gut gespielt, der hat Zubo eingewechselt. Ach, zum Kotzen.
War halt sehr knapp, aber naja. Immer noch meiner Meinung nach nicht verdient. Unentschieden ist ja immer noch ein gerechteres Ergebnis, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Toller Pass. Der Pass war krass. Geil, wie kein Spieler von mir hingeht. Nice Luck. Läuft gerade nicht so geil. Oh, es war so geil gespielt, Mann. Fuck. Scheiße. Jetzt hat er Jesus auch im Sturm, sehe ich gerade. Und den anderen Lukaku auch, okay. Und der andere Lukaku ist ein Linksverteidiger. Verdammt. Ärgerlich, aber es ist ein knappes Spiel. Meiner Meinung nach werden Unentschieden gerecht, aber es ist halt meistens bei den Unentschieden Spielen, dass die einfach in FIFA 18 irgendeinen unverdienten Sieger raushauen. Und seine Chancen, die er gespielt hat zu den zwei Toren, die waren auch die besten im Spiel, würde ich sagen. Wobei es halt schon krass war, wie sich Jesus da durchsetzt. Das war halt jetzt nicht spielerische Klasse vom Gegner, sondern einfach nur der Spieler. Was machst du denn, Kruse? Kruse gefällt mir echt nicht, ne? Ohne Scheiß. Er macht auch so oft irgendwelchen Mist. Ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm machen soll. Das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. Er hat sich immer so geil spielen lassen. Boah. Das war's. Scheiße. Haben noch eine Chance, die Jahre kacken. Torhüter hat halt einfach schon ein paar richtig krasse Paraden rausgehauen, kann man nicht anders sagen. Auf die Ecke. Das war's. Unverdient, aber. In so einem Spiel passiert es halt in die eine oder die andere Richtung fast immer. Wir haben immerhin Spieler des Tages, was soll's. Torvorlagen gab's von Robben. Oh, Robben macht eine Vorlage. Fuck. Das bedeutet ja eigentlich, ich muss ihn noch ein Spiel spielen. So sind die Regeln normalerweise. Im letzten Spiel muss ein Scorerpunkt erzielt werden, dann kriegt er noch ein Spiel Bonus. Und das wird dann jetzt wohl so sein. Also eigentlich will ich ja Kruse gar keinen weiteren Vertrag geben. Das spielt so schlecht. Fühlt sich auch einfach nicht gut an und macht nichts. Ich verstehe das nicht. Vielleicht wäre er der bessere Stürmer, also für seine Position, aber Werner will ich natürlich nicht rauswechseln, der 72 Spiele und mehr als ein Scorerpunkt pro Spiel. Ich meine, es geht rein theoretischerweise auch besser und ich überlege halt gerade, ob ich Kruse nochmal als Stürmer teste.
Aber hat auch bisher nicht mit seinen Abschlussqualitäten überzeugt. Und ich glaube, Werner ist der bessere Stürmer. Das ist schwierig. Ja, Robben erster Scorerpunkt und Kruse hat auch nur einen nach 6 Spielen. Naja, ich werde jetzt Kruse noch ein Spiel geben, genau wie Robben halt. Und dann hat er einfach genau den gleichen Auftrag wie Robben. Ein Scorerpunkt. Mindestens produzieren. Sonst fliegt er raus. Und weil Arangis hat halt echt super geile Scorerwerte. Das wäre halt dumm da. Dann mit Kruse weiter zu spielen, wenn wir wissen, dass Arangis super abgeht. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, aber gut, man kann es halt nicht immer nur mit den Werten erklären, die spielerischen Leistungen der Einzelnen. Was auch mit Insigne, das verstehe ich nicht so richtig, was mit dem los ist. Er hat auch noch 5 Spielnetze. Also bei ihm, eigentlich will ich bei Insigne jetzt gar nicht sagen, dass er nur noch ein Spiel hat, weil ich würde ihn gerne noch länger testen, aber das Problem ist halt echt, wenn wir jetzt von Insigne wieder zurückgehen auf El-Shaarawy, dann nehmen wir eigentlich freiwillig den schlechteren Spieler. Das ist halt so merkwürdig. Also nur 2 Sterne auf den schwachen Fuß El-Shaarawy und von den insgesamten, von den meisten Werten her auch nicht der interessantere Spieler. Das ist halt echt komisch dann. Bei Robben zum Beispiel ist es halt ein komplett anderer Spielertyp. Bei Kruse oder Rangnick ist es eigentlich ähnlich wie Insigne und El-Shaarawy. Aber Arangis ist halt auch einfach so viel, also so richtig, richtig gut, dass ich damit irgendwie dann besser klarkomme als von El-Shaarawy. Und das Problem bei El-Shaarawy und Insigne ist nicht nur, dass die sehr ähnlich sind, sondern El-Shaarawy hatte das gleiche Problem am Anfang. Es hat super lange gedauert, bis wir mit dem richtig klargekommen sind. Bei Arangis hat man das Problem nicht, der ist immer halt direkt klargekommen. Jetzt erstmal konzentrieren und das Spiel hier gewinnen. Ja, das war genauso. So war es geplant. Geil. Cool. Weil jetzt kommt nämlich hier der Konter vom Gegner, da kriegen wir jetzt einen Ball wieder und dann schießen wir ein Tor. Deswegen wollte ich das genauso. Dass wir dann den Ball verlieren, weil wir einen richtig scheiß ausgeführten Pass haben. Gegner scheint relativ aggressiv zu sein in seiner Angriffsweise. Ich hoffe mal, das können wir ausnutzen. Interessant, Einwurf auf jeden Fall. Auch wieder Mbappé. Oh, das war gerade schlecht für mich verteidigt. Was hat er denn mit seinen Distanzschüssen? Oh, war abseits. Aber er hat auch Hände auch nicht reingemacht. Krass. Auch eine merkwürdige Formation. Was ist denn das? Ein 4-5-1?
Ansonsten könnte man auch 4-3-2-1 sagen, aber ich weiß nicht, ob das als 4-5-1, nee, ich glaube, 4-5-1 ist mit einer hängenden Spitze. Und einem Stürmer. Das ist wahrscheinlich die 4-3-2-1, aber eine merkwürdige Variante von 4-3-2-1 mit ziemlich breiten ZOMs, glaube ich. Und Lacazette als ZOM, okay. Natürlich sein, dass er jetzt gewechselt hat, das habe ich gar nicht geguckt. Jetzt machen wir mal ein ganz ruhiges und schönes Aufbauspiel und schießen ein Tor. Oder wir verlieren einfach einen Ball. So viel zum Thema ruhiges und schönes Aufbauspiel. Schade. Oh, fuck. Oh, was mache ich? Nicht aufregen. Hätte eigentlich bestraft werden müssen, dieser schwache Pass. Schön zum Gegner köpfen. Ja, so frei zum Kopfball kommen, muss er natürlich das Tor machen. Also mittlerweile wäre es verdient, wenn der Gegner hier 1-0 führen würde. Danke. Bin ich zufrieden mit meinem Spiel. Ich überlege, ob ich auf 4-1-2-1-2 gehe. Eigentlich nicht gut durchgekommen. So, nicht aufregen, ist egal, steht 0-0, steht 0-0, egal, wie gut der Gegner jetzt gespielt hat. Ich kann jetzt komplett übernehmen, Führungstor erschießen und vielleicht sogar verdient gewinnen.
was, wie sich da Mertens durchsetzt, und das habe ich gemeint. Wir können jetzt das Heft übernehmen und verdient gewinnen. Ich glaube, das klingt lächerlich, aber wir haben die zweite Halbzeit bisher besser gespielt als der Gegner. Punkt. Und dann machen wir jetzt weiter. Krasses Tor. Krasses Tor auf jeden Fall. Mit dem schwachen Linken noch. 1-0. Bis jetzt ist es nicht verdient, dass wir hier 1-0 führen. Aber das verdienen wir uns, diese 1-0-Führung. Indem wir jetzt noch drei Tore machen oder so. Oder der Gegner holt sich das verdiente Unentschieden. Da war leider zu viel Platz und niemand da. So, jetzt geht das Schützenfest los, meine Freunde. Ich hoffe mal, dass der Gegner jetzt nicht direkt wieder den Anschluss macht. Quatsch, den Ausgleich. Mertens Doppelpack. Ich glaube, Insigne hat die Vorlage gespielt. Nee, es war Brozovic. Schade, hat er gut gemacht. Zum Glück. Ich hatte mit Koulibaly eigentlich den Ball direkt weitergeschickt. Okay. Habe ich ihm wohl zu lange gebraucht? Dann hat die noch mal auf Pause gedrückt. Ja, beide Vorlagen von Brozovic. Und er spielt immer noch in der Formation. Aber vielleicht stellt er ja jetzt um. Will ich eigentlich schon wechseln? Nee, eigentlich noch nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass ich jetzt noch nicht wechseln will. Das ist auch nicht ganz so laufaufwendig, diese 4-1-2-1-2-Formation, finde ich. Da kommen wir etwas weniger zurecht. Gegner wechselt. Schwach gedribbelt von mir. Verkackt. Ich überlege sogar, ob ich wieder aufs 4-2-3-1 zurückgehe, weil ich glaube, da war ich einfach defensiv stabiler, aber ich würde eigentlich gerne erst noch ein Tor schießen. Das klingt komisch, aber ist halt so. Ich werde mal gucken, wenn er noch so einen gefährlichen Angriff hinbekommt, dann werde ich wieder wechseln aufs 4-2-3-1. Dann werde ich aber auch direkt die Spieler wechseln.
Okay, das war. Ja, es war kein wirklicher Konter, aber es war geil gespielt. Ich weiß nicht, ob man das sogar als Konter werden kann. Und er macht die perfekte Handgeste und jetzt werde ich auch aufs 4-2-3-1 zurückwechseln, weil ich damit auf jeden Fall defensiv stabiler stand gegen ihn. Ich glaube, wechseln werde ich jetzt nicht mehr, weil ich ja 2 Tore Vorsprung habe. Da spare ich mir das erstmal und versuche. Da meine Wechselspieler mal regenerieren zu lassen. Da war nicht direkt wieder den Anschluss schießen. Das haben wir gut gemacht. Zu lang gesprintet, aber ich dachte, einen Ballkontakt kann ich noch mitnehmen. Das war der Fehler, hätte vorab schließen sollen. Oh, Stellungsfehler von mir. Haben wir Glück. Ich verstehe nicht, warum er da so durchkommt, aber wie gesagt, war Glück. Also ein 3-2 wäre auf jeden Fall verdient für den Gegner. Ach du Scheiße. Insigne, danke, 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 weil das war endlich mal das, was ich mir von ihm erhofft habe. Weil das war ein richtig krasser, schwerer Abschluss, der zwar total unspektakulär aussah, aber der Winkel war halt überhaupt nicht geil. Und er schießt ihn halt unhaltbar für den Torhüter, richtig geil. Das habe ich gemeint, verdammt nochmal. Zeig ich wieder öfters, aber damit ist er auf jeden Fall erstmal ein Spiel länger dabei. Das ist schon mal geil. Das heißt, noch ein Spiel hat er mindestens. Es ist ja jetzt der Knoten da geplatzt ist und jetzt dreht er durch. Mal gucken. Logischerweise war es das jetzt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch 3 Tore schießt. Und jetzt ist es auch verdient, muss ich sagen. Auch wenn es hier, wie gesagt, locker. Ich weiß nicht, warum ich den Torhüter gesteuert habe. Das war ja eigentlich kein Rückpass. Jetzt ist es auf jeden Fall verdient, aber nicht in der Höhe. Also 3 Tore Vorsprung ist definitiv zu viel. Ich glaube, den Gegner ist jetzt auch einfach klar, dass es das war. Okay. Schade. Ja, mal auf Kedira. Was macht ihr denn? Oh, Glück gehabt. Und jetzt hier wirklich noch das zweite Tor vom Gegner gegeben. Das war ja stundenlang da rumkriechen und dann haut er so einen Pass raus. Krass. Okay, verdient, aber zu hoch. Aber nice, Insigne macht mal wieder was. Was heißt wieder? Er macht zum ersten Mal was. Zumindest was Zählbares. 3 Tore Mertens, dass der krass ist, wissen wir ja. Und eins Insigne und Vorlagen dreimal Brozovic, einmal Torreira. Unsere Schüsse gingen alle aufs Tor. Das ist doch mal nicht schlecht. Und jetzt schaue ich mal. Ich glaube, jetzt haben wir erst 6 Spiele und wir müssen eins abziehen bei Insigne. Also hat er 5 Spiele, einen Scorerpunkt. Er bekommt also noch 2 Spiele, würde ich sagen. Ja, 2 Spiele bekommt er noch. Und Mertens, eieiei, der hat schon mehr Tore als Spiele und dann kommen noch 9 Vorlagen drauf. Das ist krass.
Der muss ja logischerweise auch ein Spiel abgezogen bekommen. Oh, Philippe Andersson nicht mehr als 0,5 Scorerpunkte pro Spiel. Das ist natürlich bitter, oder? Ne, Moment mal. 20, 40, 50, doch, ich trottel. Immer noch. Und ohne Spiel abziehen. Er hat genau 50 Scorerpunkte gemacht und 94 Spiele. Also doch, ja, sorry. Sorry, Anderson. Habe ich richtig geguckt, meine Schuld. Was war mit Torreira? Da wollte ich auch nochmal gucken. Also, der fliegt eh nicht, aber ich wollte trotzdem mal gucken. Er hat 54 Spiele und hat 12. Ist nicht schlecht für einen Sechser. 68 Spiele und hat 16. Brozovic brauchen wir nicht nachgucken. Das ist unglaublich, der Mann. Auch mittlerweile weit mehr als ein Scorerpunkt pro Spiel. Noch irgendwas? Robben hat jetzt noch einen Versuch geschenkt bekommen. Das war's. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.